So, danke schön. Ich werde bei dem Thema gleich anknüpfen und jetzt mal ein Experiment machen. Das habe ich überhaupt noch nie auf der Bühne gemacht. Aber ich bitte euch, schließt mir bitte mal alle die Augen. Alle. Ich sehe euch, ja. Gut. Und jetzt stellt euch bitte einen blauen Baum mit lila Blättern vor. Alle vorhin? Gut? Irgendein Feedback? Ja? Recht? Gut. Dann bitte die Augen öffnen. Gut, ich schaue mir das so um. War dieser blaue Baum mit lila Blättern für Sie real? Ja oder nein? Also ja, mal die Hände in die Höhe. Ja, ein paar waren dabei. Gut. Aber wenn ich mir das so umschaue, für mich hat ein Baum ja einen braunen Stamm und grüne Blätter. Und nur so schaut der Baum aus, oder? Naja. Ich als Samenkorn wurde in eine Welt geboren, die zerfällt durch Geld enorm. Ich musste lernen, mit Finanzen umzugehen und das System zu verstehen, um das sich unser Glaube dreht. Doch was auf dem Beipackzettel meiner Geburtsurkunde nicht geschrieben steht, war ein Name, so wie ihn jeder glaubt zu haben. Es ist nicht so, dass wir meine Eltern kennen gaben, denn das taten sie mit größtem Gewissen. Aber der Kapitalismus hat in mir entrissen. Eine Nummer steht jetzt dort, wo einst ein Name stand. Eine Nummer und ein Land. Denn die sind doch die einzigen Dinge, die noch von Belangen sind. Egal ob Mann, Frau oder Kind, es zählt nur das Wo und nicht das Wer. Die einzige Frage ist doch, und wo kommst du her? Erst dann kann man dich einordnen in Kultur und Traditionen, dich mit Klischees verknüpfen und deren Assoziationen. Denn es ist unwichtig, wie du genannt wirst mit deinesgleichen. Wenn du nicht ins System passt, dann wirst du ohnehin nichts erreichen. Wen interessiert schon, was du denkst? Wichtig ist, dass du möglichst vielen Kindern das Leben schenkst und es schaffst, irgendwie die Wirtschaft zu beleben. Das und nur das ist dein Erstreben in diesem Leben. Doch ich? Tja, ich war anders als die anderen Samen. Ich passte weder in eine Klischeekiste noch in einen Vorurteilsrahmen. Denn ich hatte Träume, ich wollte die Welt neu gestalten, Wünsche entfalten, neue ausdenken. Ich sah sie, die blauen Bäume mit lila Blättern, die man eigentlich nicht sehen sollte. Vermutlich, weil sie niemand sehen wollte. Sie ernährten sich von Vorstellungskraft und Fantasie. Und wenn du nicht dran glaubst, tja, dann siehst du sie wohl nie. Sie passten nicht hierher. Das System erlaubt es uns nicht mehr, diese Bäume jemals wieder zu sehen. Es wäre eine Illusion oder gar schon ein Vergehen, würden wir sagen, Bäume sind blau. Denn wir wissen genau, blaue Bäume wird es nie geben. Nicht heute und nicht bis zu unserem Ableben. Und daher bleibe ich als Samen gefangen hinter meinen Rahmen, hinter Glas versperrt und nicht der Rede wert. Ich durfte hier nicht wachsen und meine Knospen auch nicht sprießen. Niemand würde das wollen. Niemand würde mich gießen. Die Zeit ist noch nicht reif und meine Früchte werden es nie rein. Drum bleibe ich klein. Ich passe in das System nicht rein. Und wenn du dann trotzdem fragst, und wer bist du jetzt eigentlich, dann wird meine Antwort sein, hallo, ich bin eine von vielen, vielen blauen Bäumen mit lila Blättern. Dankeschön.